Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und zwar mit einer neuen Adept Challenge. Kann über den Stein laufen? Oh, da war was. War das ein Killer? Ja, was lief da? Weiß es nicht. Ja, Adept Challenge mit Dwight. Und wie immer gibt es eine kurze Erklärung seiner Talente. Wir haben da Anführer. Wer in meiner Nähe ist, arbeitet schneller. Quasi. Wir haben Bindung. Oh, ist das ein... Das ist ein Bubba. Bindung, das heißt, ich sehe meine Mates in einem gewissen Umkreis und beweise dich. Ich arbeite schneller am Generator, wenn jemand mit mir arbeitet. Und ich bekomme mehr Blutpunkte für Kooperationsaufgaben. Also ich kann nur... Also... Wer mit mir im Team ist, der kann nur gewinnen. Und wenn es an Erfahrung ist. Nicht, ob wir den machen sollten oder lieber den nächsten. Uba ist beschäftigt mit Feng. Ah, wir haben einen Generator an. David ist, glaube ich, Richtung Feng gelaufen. Er hatte eine Taschenlampe. Es meinte übrigens David im Pre-Chat, also in der Lobby, irgendwas auf Russisch schreiben zu müssen. Ich habe keine Ahnung, was er geschrieben hat. Er hat tatsächlich geblendet. Oder? Weiter, Jen ist durch. Wirf uns aber nicht 3-Gen, Louis. Wir gehen mal ins Haus. Er sägt. David ist noch dort. David rennt da. Oh! Was ist das für ein Totem? War gerade da hinten. Er ist gerade nicht campy. Das gefällt mir. Schön. Jagt er? Ja, okay, er sägt. Aber David scheint es. Ich möchte es nicht Jing. Fang! Er wäre schon fertig. Für Jen, Mensch. Scheiße. Geh nass. Ich bleib mal im Terrorradius. Nach. Und ich heile hier mit, weil ich krieg Bonusblutpunkte für Kooperationsaufgaben. Nein, nicht nur deswegen. Da ist ein Generator. Es wäre cool, den im Haus, wie gesagt, wegzubekommen, aber... wird schwer. Ich habe das Gefühl, mit Dackeln die Leute die ganze Runde hinterher. Aber so gehört sich das auch. Ich bin schließlich der Anführer, okay? Louis, du gehst retten. Du machst das schon. Ach so, wir haben gut. Aber was war das dann erst? Oh, ist ja Sackgasse. Was war das erst für ein Totem? Was hier geknallt hat, was da geleuchtet hat.
doch Barbecue? Ja, eigentlich, der hat... ein Barbecue. Ah, wir sind so gut durchgekommen bis jetzt. Aber eben nur bis jetzt. David. David Glück hat, kann er die Palette ziehen? Tatsächlich die Palette gezogen. David ist ein guter Mate. Führt ihn denn zu uns? Gut. Ich bin geheilt. Zwei Generatoren. Ich bin halt auch ein Kleppen. Aha! Aua! Ich habe Ruin gefunden! Deswegen war der hier. Wegen dem Totem. Verblüffen. Gegen Bubba hat man nur eine Chance, wenn man Kurven eng nimmt. Dann kann man nämlich hoffen, dass er sich irgendwie versägt. Jetzt, ne? Ja, nee. Das war sehr ungünstig, dass Louis jetzt genau dorthin gegangen ist, wo David war. Okay. Die Runde sah nicht schlecht aus. Aber Yui kann noch versuchen, vom Haken zu springen. Und sie sollte das auch tun. Yui, du musst springen. Ja, genau. Und... Nein. Okay. Ah, wie bitter. Ein Gen hat gefehlt. Ein Generator. Wir sind wieder so gut durch die ersten Generatoren gekommen und dann ging es bergab. Dabei waren die nicht mal alle auf dem Haufen, würde ich behaupten. Waren eigentlich gut verteilt, die Generatoren. Aber ja. Es ist, wie es ist. Ich verabschiede mich aus dieser Runde. Leider hat es nicht geklappt mit der Adept-Challenge. Vielleicht klappt es dann aber beim nächsten Mal. Ne? Wir versuchen es erneut, wir geben nicht auf. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nee, am Wochenende. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Und bis dahin bleibt gesund. Macht's gut!